Die EU-Kommission hat Kartellstrafen gegen BMW und Volkswagen in Höhe von insgesamt 875 Millionen Euro verhängt. Die Hersteller sollen sich, so EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, bei der Größe der Tanks für den Kraftstoffzusatz AdBlue abgesprochen haben. AdBlue hilft bei der Reinigung der Dieselabgase. Auch Daimler war Teil dieses rechtswidrigen Kartells, kommt als Kronzeuge aber ungeschoren davon. Die Europäische Zentralbank hat heute ihre neue Strategie vorgestellt. So soll die Geldpolitik der EZB den Klimawandel stärker berücksichtigen und grüner werden, teilte EZB-Chefin Christine Lagarde mit. Außerdem wurde das Inflationsziel geändert. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. Ursprünglich war 2% die Obergrenze. Höher sollte die Teuerungsrate nicht steigen. Dann hätte die EZB eingreifen müssen. Dieses Inflationsziel ist nun kassiert. Und zwar dergestalt, dass die Obergrenze nach wie vor bei 2% liegt. Gleichzeitig aber auch die Untergrenze. Man möchte also gern die Inflationsrate in einem Korridor rund um 2% halten. Was streng klingt, verschafft der Europäischen Zentralbank erst einmal Beinfreiheit. Denn sie ist nicht gezwungen zu reagieren, falls die Inflation mal überschießt und etwas stärker ausfällt, als man das vielleicht gern hätte. Auf der anderen Seite soll für eine gewisse Inflationsrate gesorgt werden, da eine Teuerungsrate, eine Geldentwertung, nichts anderes ist es ja, dafür sorgt, dass Investitionen angeschoben werden. Denn wenn man fürchten muss, dass Waren und Güter teurer sind, wenn man eine Anschaffung hinausschiebt, dann tätigt man sie eben lieber sofort. Und das ist etwas, was die Konjunktur am Laufen hält. So gesehen aus Sichtweise der Europäischen Zentralbank durchaus wünschenswert. Ansonsten wird die EZB grüner. Das heißt, sie widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Denn, so hieß es heute in der Erklärung, habe man erkannt, dass der Klimawandel durchaus auch wirtschaftliche Folgen hat und langfristig nicht nur auf die Wirtschaft, sondern eben auch auf die Geldpolitik und die Zinsen. Der Energiekonzern RWE hat heute seine letzten beiden Steinkohlekraftwerke endgültig vom Netz genommen. Wie RWE mitteilte, handelt es sich dabei um Kraftwerke in Hamm und Ibbenbüren. Eines der Kraftwerke soll nun umgebaut werden, um Spannungsschwankungen im Stromnetz auszugleichen. Dafür werde aber keine Kohle mehr verbrannt. RWE hatte im Zuge der bundesweiten Stilllegungsaktion für Steinkohlekraftwerke im vergangenen Dezember eine Entschädigung von 216 Millionen Euro für die Stilllegung der beiden Kraftwerke erhalten. In Deutschland sollen weniger Tiere gezüchtet, gehalten und verzehrt werden. So steht es zumindest in dem Bericht, den die Zukunftskommission Landwirtschaft vorgestern an die Kanzlerin übergeben hat. Doch im Moment ist die Entwicklung hierzulande eine ganz andere. Hoch im Norden, Löwenstedt bei Flensburg. Das ist der Hof von Kirsten Wosnitzer. Ein Betrieb mit 120 Milchkühen. Wann immer möglich gehen sie auf die Weide, es soll ihnen gut gehen. Doch der Hof bringt kaum noch Geld ein. Das ist so eine Art Selbstausbeutung. Also wenn man auf Sachen verzichtet und vor allem auch, wenn man für den Betrieb auf etwas verzichtet. Also da wird dann einfach das Geld deutlich, was einem fehlt. Denn der Milchpreis ist seit Jahren im Keller. In Deutschland wird mehr Milch produziert, als verbraucht wird. Der Rest geht zu Billigpreisen in den Export. Es ist das Mantra des Bauernverbandes und der Bundesregierung, möglichst viel und billig produzieren. Die Folge kann man hier beobachten, Dragun in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Milchviehbetrieb etwa will seine Größe gerade verdoppeln. Auf fast 1200 Milchkühe und 300 Kälber. Wachsen oder weichen, sagen sie dazu in der Landwirtschaft. Eine Entwicklung, die auch eine bundesweite Auswertung der Deutschen Umwelthilfe zeigt. Demnach werden bundesweit aktuell 50 neue Riesenställe gebaut oder geplant. Milchbetriebe, Rindermast, Schweine und vor allem Geflügel. Die Durchschnittsgröße liegt in aller Regel weit oberhalb der Durchschnittsgröße, die wir in Deutschland schon haben. Das heißt, die Tierhaltung wandert von bäuerlichen Betrieben hin in die Hände von industriellen Tierhaltungen. Die Haltungsbedingungen der Neuanlagen entsprechen oft nur dem Mindeststandard, so die Umwelthilfe. Gerade bei Milch und Schweinefleisch geht ein großer Teil der Produktion in den Export. Fachleute fordern schon lange ein Umdenken.
dass wir auch mit den Mengen dringend runter müssen, und zwar sowohl in der Produktion wie auch im Konsum, das ist leider noch immer kein offensiv proklamiertes Ziel der deutschen Agrar- und Ernährungspolitik. Wachsen oder weichen? Kirsten Wosnitzer will weiter kämpfen.